Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Und wir sind immer noch hier am Fluss. Ich weiß gar nicht, was das für ein Fluss ist. Was für ein Fluss läuft denn durch Chicago? Wer es weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich gucke später nach, aber jetzt gerade bin ich einfach ratlos. So, und gerade zufällig einen Auftrag erhalten. Und dann versuchen wir jetzt doch einfach nochmal ein paar Verbrecher hier zu jagen, oder? Wir sind ja auch hier so wie in Infamous quasi. Da haben wir ja den Helden gespielt und hier werde ich das auch tun. Es tut mir leid. Den bösen Jungen werdet ihr von mir nicht sehen. Außer, dass ich natürlich... Oh. Jetzt... Die kann doch nicht die Polizei rufen, nur weil ich hier das Auto klaue. Ich brauche das, um Verbrechen zu jagen. Naja. Wow, schnell aus den Scanzonen raus. Wenigstens sitzen wir jetzt im Auto und kommen da auch weg. Lasst mich mal durch, Jungs. Danke. So, den Scan sind wir auch ausgewichen. Tja, scheiße, wenn man sich nur auf die Technik verlässt. Dann findet man die Leute halt nicht. Das macht schon extrem Spaß, einfach nur hier rumzufahren, muss ich sagen. So, wir parken hier mal. Und versuchen jetzt, den nächsten hier ausfindig zu machen. Fixer Auftrag. Ach so, ist das ein richtiger Auftrag? Na? Highschool. Ja gut, dann starten wir den. Der Auftrag ist raus. Ich muss die Kalle finden und erledigen, bevor sie entkommen können. Okay. Dann mal los. Wo sind denn die Kerle? Das Ziel ausschalten. Ja, dann nehme ich mir doch das Auto und fahre eine Runde. Oder wie? Eieiei, spannende Musik. Wir müssen jetzt vorsichtig agieren. Krass auf jeden Fall, wie der Wagen immer sofort losstartet. So, 160 Meter. Ups. Zielperson entkommt. Oh oh. Oh krass. Einfach mal den ganzen Mast mitgenommen. Wir haben natürlich auch das beste Auto einfach. Das schnellste und beste Auto, was ich finden konnte. Für eine Verfolgungsjagd. Alter, Krankenwagen. Ist meine... Ernsthaft? Jetzt fährt er da lang? Hier ist auf jeden Fall alles ganz schön zerstörbar. So. Da vorne sind sie. Na, jetzt habe ich mir nur selber geschadet. Ah. So, wir versuchen einfach... Oh, wir brauchen schon wieder mehr Strom. Ich muss mal ein mobiles Ladegerät mitnehmen. Unser Handy lädt sich ja zum Glück mit der Zeit selbst auf. Das hätte ich auch gerne, muss ich sagen. So ein selbst aufladendes Smartphone. Alter, meine Straße. Hol doch mal ab. Ja, war wieder eine Frau, weißt du? Sorry, hehe. An alle Frauen, ihr könnt natürlich super Auto fahren. Man sieht ja, ich kann's gar nicht. Alter! Sorry. Lalalala. Mal sehen, ob wir diesmal... Oh, oh. Ich glaube, ich habe gerade den Zivilisten angerempelt. So, Meister. Ich bin dir wieder auf den Fersen. Kann die nicht mal wo langfahren, wo ein Poller ist?
Na, na. Wo geht's denn hin? Man sieht da hinten Gewitter. Und wir fahren hier durch Chicago. Alter, voll das schlechte Wetter. Ja, hier kann ich auf jeden Fall nicht so viel hacken. Da muss ich es so machen wie die Polizei. CityOS nicht verbunden, das heißt, ich kann hier nicht profilen, glaube ich. Ich frage mich, was da steht, wenn ich die elektronischen Schilder hacke. Das Auto ist viel zu schlecht. Hätten wir mal den Sportwagen mitgenommen aus der letzten Folge. Der wäre jetzt gut. Obwohl, der geht auch schnell kaputt wahrscheinlich. Ah, der hier auch. Da fliegt uns direkt mal das Blech weg bei dieser Spannung. Der ist zu schnell. Haha. So, Meister. Kann ich nicht aus dem Auto rausschießen eigentlich? Wie soll ich den denn anhalten? Ich bin der Hacker, steht da. Neutralisieren. Ah, gucke mal an. So, Meister. Halt! Ah. Da stand doch neutralisieren. Ich habe ihn voll neutralisiert und so. Oha, jetzt gerade alles explodiert anscheinend hinter uns. Und wir müssen uns jetzt schnell nochmal an die Leute dran heften. Und das... Ah, gut, die Zeit ist zumindest... schon mal weg. Das heißt, wir kommen ihnen auf die Fersen. Mann, 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 Mann. Ist gar nicht so leicht. So, andere Autos ausschalten. Boah, Junge. Oh, da war schon wieder neutralisieren. Das habe ich diesmal nicht schnell genug hinbekommen. Hey, das ist doch der aus den Nachrichten, stand da gerade. Was für Nachrichten? Bin ich schon in den Nachrichten? Wird schon über meine Heldentaten berichtet? So, Meister. Muss ich die eigentlich wirklich ausschalten? So mit Erschießen oder eher... Nee, ich soll die ja alle nicht töten, oder? Der rast hier eine Ampel nach der anderen kaputt. Oder eine Lampe, besser gesagt. Kann hier jetzt nochmal so eine Kreuzung kommen, bitte? Haha! Bleibt er jetzt da stehen? Natürlich nicht. Wupp! War schon wieder neutralisieren. Ja, das mit dem Reagieren werde ich wahrscheinlich noch lernen im Laufe des Spiels. Hoffentlich. Da kommt eine Ampel. Kann ich ihn dann neutralisieren? Yeah, Baby! Oh, ich habe ihn rausgeschoben. Oh, wie dämlich. Ich dachte schon, es war alles jetzt toll. Nein, natürlich nicht. Ich helfe ihm auch noch zu entkommen, weißt du? So. Das Wetter ist jetzt noch beschissener geworden. So, jetzt aber. Fahrzeug neutralisiert. Zielperson flieht zu Fuß. Ups. Hallo, ich will dich ausschalten. Sehr gut. $1000 Belohnung, krass. Fortschrittsbelohnung, Fortschrittsrad öffnen.
Mann. Das war eine krasse Action. So, wollen wir mal gucken, was im Fortschrittsrat ist? Oha, was ist denn das hier jetzt alles? Minispiele, Hauptmissionen. Ach so. Das ist quasi wirklich nur Fortschritt. Nebenmissionen. Und da kriege ich dann auch 10 Kriminelle über das Blablabla. Verbrechungssystem fangen um die Waffe Chrome. Ah ja, okay. Und da schalte ich dann Sachen frei einfach. Untersuchungen, Sammelbares, Online-Aufträge, Minispiele. Ja, krass. Online-App-Aufträge, Fixer-Aufträge. Aha. Lalala, digitale Trips. Alter Schwede, was es hier alles gibt. DedSec Field Guide. Ich wollte eigentlich Fähigkeiten bauen. Genau, da wollte ich hin. Weil wir haben ja auch wieder... Ach, nur einen Punkt. Kampf, hergestelltes Fahren. Schaltet automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffnet die Türen. Das ist ja super. Kann man bestimmt gut gebrauchen. Kampf. Beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Drücken Sie R3, um Fokus zu aktivieren. Das brauchen wir auf jeden Fall demnächst. Verringern den Rückstoß beim Schießen mit allen Waffen. Komm, wir schalten mal den Fokus frei einfach. So. Gut. Was machen wir jetzt noch? Wollen wir noch ein bisschen... Ach, profilen können wir hier gar nicht, ne? Wo ist denn das CTOS-Zentrum? Nicht da? Weiß ich auch nicht. Wo das ist. Das ist ja blöd jetzt, dass wir hier nicht profilen können. Wir müssen wieder zurück in unsere... Kann man nicht Schnellreisedingens benutzen für... Hier so? Ach, das ist Kampagne, okay. Da ist das CTOS-Turm. Schaltet interessante Orte. Orte! Was haben wir hier? CTOS-System. Auch ein Turm. Schnellreise. Zack, benutzen wir doch mal die Schnellreise. Und dann kommen wir wieder zurück in unser altes Viertel und können da noch ein bisschen profilen. Und müssen da nicht so unnütz rumrennen. So, komme ich jetzt hier runter? Wo ist denn jetzt die Treppe wieder? Hier. Okay. So, ich glaube, hier wird es nicht lange dauern, bis wir wieder... Reiseführer-App. Tja, hat uns jetzt nicht so wirklich weitergebracht. Ehemalige Zirkusartistin, das ist ja cool. Beruf Blutspenderin. Na gut. Ich weiß, wenn man sich damit über Wasser halten kann, ja, muss man schon öfter mal Blut spenden, glaube ich. Ist irgendwann so... Chicago's First in News. Vielleicht sehen wir uns mal im Fernsehen. Stock Market, ne. Da sind wir auf jeden Fall nicht so... Ach, guck mal. Ein fixer Auftrag. Nee. Wir wollen jetzt hier noch so ein kleines Verbrechensdingens machen. Zwängerin. Krass, Mann, was die alle so für Vorlieben haben. Da ist ja verreist oft ziemlich langweilig. Autoalarm. Hat in Schneeballsystem investiert. Gut. Sorgerechtsstreit verwickelt. Beim Speed-Dating nimmt sie teil. Und hier, guck mal. Wir haben so ein Biometriegerät. Das weiß sogar, wann ich pinkeln gehe. Jetzt, ach, guck mal. Da können wir ein Bankkonto hacken. Finanzierungsspezialist, na, der kriegt ja wohl genug Geld. Guck mal hier, können wir direkt abheben. Zack.
1020 Dollar. Mal ebenso. Ja, wer hätte gedacht, dass so ein ruhiger Kerl so versaut ist? Du willst ihn also wieder treffen? Auf jeden Fall, er nahm es wie ein Mann. Okay, erspar mir die Details. Was, ist das unangenehm für dich? Du hast doch gefragt. Ja, und ich bereue es schon. Ist die so alle für Telefonate kommuniziert über ein unbekanntes Päckchen? Übergabe vollzogen. Sie haben meine Waren? Natürlich. Habe ich Sie enttäuscht? Habe ich Sie je enttäuscht? Nein, Ihre Dienste waren immer tadellos. Danke. Soho. Interessantes Objekt. Guck mal, der Wagen sieht schön aus. Den hätte ich gerne. Du hast nichts gesehen. Nein, du sollst nicht die Cops rufen. Tschüss. Wicke, 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 wow. Geile Musik. Oh. Da kommt die Polizei. Aha, hier finden wir das interessante Objekt. Oder wie, oder was? Das hier, das kleine Köfferchen. Instabile chemische Komponente. Wow. Uiuiuiui. Dafür bin ich jetzt hierher gefahren? Du musst die Musik auch, oder ist er da drin irgendwo? Naja. Ich dachte, wir können noch ein Verbrechen bekämpfen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Was ist denn eigentlich dieses Symbol da auf der Karte? Unten links, nicht unten links, unten rechts ist die Karte. Und jetzt oben im Norden ist dieses Symbol, wo wir jetzt hingehen. Brach Verbindung zu früheren Freunden ab, meine Fresse. Ach, das ist hier so ein Drugstore. Hallo. Hier, Medizin. Farmang Tingtongs, Brieftasche. Ach, kann ich ihn beklauen, oder was? Nö, wollen wir nicht bedrohen. Wir sehen uns. Jo, tschüss. Das sind also die Apotheken quasi. Lalala. Farmingtons. Hey, du siehst aber sehr aus, als würdest du gleich verbrechen hier. Verbindung zu DeadSec. Aha. Herstellungskomponente für Einmal-Hacks. Ich dachte, jetzt kriegen wir was raus über DeadSec schon. Was? Es gab eine Schießerei mit dem Werkschutz von Bloom. Schätze, es ging um Industriespionage. Die wollen ihre Ideen klauen. Ach, bitte. Ihr Werkschutz soll verrückt sein. Arrogante Freaks mit Waffen. Bloom Corporation ist ja die, die das CTOS eingeführt haben, ne? Ihr bester Freund wurde auch ermordet. Meine Fresse, wie viele Leute werden denn hier ermordet? Begeistert von was? Versandarbeiter, naja, der kriegt ja nicht so viel. Geheimer Polizeiinformant. Was ist denn das da vorne? Dieses Blaue? Bekommt Schlaftabletten? Ah, hier können wir das Auto hacken. Neues Fahrzeug verfügbar. Bei ihm? Amateurpilot. Na, der kriegt doch genug. Pass auf, wo du hingehst. Geldautomat. Tja, so ist es, kriegt man auf jeden Fall leicht Geld, würde ich sagen. Ach, guck mal hier, die typische Alkoholikerin. Lust auf einen digitalen Trip? Was sagst du? Yeah, hast du Bock? Baby. Ein digitaler Trip, Alter. Oh komm, ja. Also, warum nicht? Wie macht man das denn? So einen digitalen Trip?
Digitale Trips. Ich habe hier digitale Trips. Mann, wilde Audiowellen, mit denen dein Gehirn Achterbahn fährt. 100% sicher, 100% nicht von dieser Welt. Na, was sagst du? Das kostet 4.100. Bist du gut hinterm Steuer, ein Profi? Das wollen wir erst mal sehen. Versuch dich an Madness und rase über die Höllenstrecken Chicagos. Psychedelic? Dann haben wir genau den richtigen Trip für dich. Mit Psychedelic springst du mit Flower Power. Hol dir den Trip deines Lebens. Na gut, dann machen wir noch einen kleinen Trip. Wow, Alter. Erreichen Sie den Highscore, um am Ende einer Strecke alle drei Trophäen zu gewinnen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wow! Was zur Hölle? Woo! Yeah, baby! Wow! Wuhu! Geiler Scheiß! Was ist das denn? Wow! Wow! Oh nein, scheiße! Das war ja nicht so geil. Oh! Okay, jetzt geht's weiter. Zack, bumm! Und hier geht's auch weiter. Blum, 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 blum. Blume! Wow! Ach Mann, ich bin so blöd. Na? So. Also hier kann ich so ein bisschen kippen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher mit der Steuerung, muss ich sagen. Alter! Ja, fliegen tun wir auf jeden Fall. Bams! Nein! Ja. Wie lange müssen wir das machen? Ich werde doch niemals das Ende erreichen, wenn das so schwer ist. Bams! Und hier. Und diese Blume. Und die. Na komm schon. Yeah, baby. Mann, die können sich ja durch Beton und alles durchwachsen. Und das Blümelein, Blümelein. Wow, Baby. Die erreichen wir aber alle nur so knapp, ne? Perfekt. Und dich nehmen wir auch mit. Und dich sowieso. Dum-d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 um. Groovy! Das war ein flotter Trip, Mann! Psychedelic Frühblühe beendet. Punktzahl. Neuer Rekord! Yeah! 10.538! Das ist wohl Silber. Nächster Kurs. Aufwachen. Sind Sie sicher, dass Sie aufwachen möchten? Ungespeicherter Fortschritt geht verloren. Bestätigen. Krass. So, mal eben ein paar Drogen genommen und einen Trip gehabt, oder wie? Auf jeden Fall sehr witzig. Und jetzt geht's aber wieder ins reale Leben zurück. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich $4.000 gekostet hat. So, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und bis dahin, tschüss. So, ein Fixauftrag haben wir erledigt nach ewigen Ewigkeiten. Noch so ein paar Leuten beim Telefonieren zugehört und am Ende einen krassen Trip erlebt. Yo, bis zur nächsten Folge.